Ja, wir freuen uns wirklich, weil ich denke einfach, jetzt geht's los, jetzt geht's um Punkte, jetzt geht's endlich auch darum, ich sag mal, die Dinge umzusetzen, die wir im Alltag erarbeitet haben, und deswegen sind wir absolut frohen Mutes und gehen so auch ins erste Spiel. Wir haben gut gearbeitet, wir haben, ich sag mal, viele Dinge, ich sag mal, gerade in der zwischenmenschlichen Beziehung Trainer und Mannschaft, denke ich, dass wir sehr nah zusammengerückt haben. Wir haben uns, glaube ich, gut eingelebt hier, und die Mannschaft hat sehr, sehr gut mitgearbeitet, und deswegen ist es für mich wichtig, jetzt kann die Mannschaft loslegen. Sie sind gut vorbereitet auf die Saison, und von daher können wir es endlich rauslassen. Es ist, was jetzt sicherlich dazu kommt, ist, dass wir den Kader nicht mehr ganz so frei gestalten können. Wir haben im Augenblick sehr viele Verletzte, und leider fallen unter diese Verletzten auch sehr, sehr viele U23-Spieler, sodass es diesmal für mich im Vorfeld dieses Spiels natürlich auch sehr harte Entscheidungen gibt, weil wir müssen 4 Spieler von der U23 unter 23 bringen für den Kader. Und gerade deswegen fällt es mir natürlich schwer, dem einen oder anderen zu sagen, dass er diesmal leider nicht im Kader ist. Aber das ist das Einzige, was so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, negativ in die Waagschale geht. Ansonsten auch die, die jetzt den Kader bilden, die 18 Spieler, die werden brennen darauf, die werden Vollgas geben wollen. Und dann schauen wir mal, was morgen rauskommt. Ich hoffe, dass die Fans neugierig genug sind, ich sag, den ersten Spieltag mitzuerleben. Es gibt nicht mehr so viele Spieltage im Ludwigspark. Und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass wir in den Testspielen die Neugier geweckt haben, um im Endeffekt auch gerade am ersten Spieltag, wo es dann wirklich darum geht, die Saisonziele anzugehen, dass wir halt auch eine schöne Kulisse haben. Als erstes sind wir mit davor, dass es losgeht. Also jetzt wieder 7 Wochen Vorbereitung, endlich rum. Muss nicht immer sein, die Vorbereitung. Nee, aber wie gesagt, wir sind jetzt froh, dass es losgeht, und ja, wir brennen jetzt wieder komplett drauf. Hat man gestern noch im Training gesehen. Ist jetzt wieder richtig Feuer drin, und jeder weiß jetzt wieder, um was es geht. Es ist nicht wichtig, wer startet, sondern es ist wichtig, dass wir mit 18 Spielern rausgehen morgen in Ludwigspark, und jeder weiß von denen, es kann gut sein, dass wir das Spiel schnell entscheiden, es kann gut sein, dass wir eine längere Phase brauchen, es kann gut sein, dass es ein bisschen holpriger wird. Also wir brauchen auch Alternativen fürs Spiel, und deswegen ist es nicht wichtig, wer startet, sondern wichtig ist im Endeffekt, dass wir über 90 Minuten den Druck aufbauen können, und dazu haben wir natürlich auch eine ganz ordentliche Bank, die den Druck nochmal verschärfen kann. Nee, also für mich war es letztes Jahr schwierig. Letztes Jahr habe ich was ganz anderes gelernt, also einen ganz anderen Fußball zu spielen. Ich habe es, glaube ich, dir schon mal gesagt, also ich bin mit dem, was wir jetzt spielen, bin ich aufgewachsen. So habe ich Fußballspielen kennengelernt oder ja, gelernt. Und von daher ist es für mich jetzt nichts Neues. Ich sag, für den Großteil der Mannschaft ist es nichts Neues. Und ja, also uns gefällt es dieses Jahr sehr gut, wie wir Fußball spielen. Ja, ich denke, das hat man auch in den Vorbereitungsspielen gesehen. Schwieriger Gegner. Junge, gut ausgebildete Leute, die sicherlich technisch stark sind, die läuferisch uns alles abverlangen werden, die einen hohen Einsatz bringen werden, aber natürlich auch noch sehr jung und unerfahren sind. Und ich sag mal, da liegt auch unsere Chance, weil ich glaube, in puncto Fitness sind wir ebenbürtig. Ich sage, wir müssen eine gewisse Aggressivität, Körperlichkeit ins Spiel bringen und natürlich dann auch unsere Erfahrung. Freiburg wird uns vielleicht den einen oder anderen Fehler anbieten, und wir sollten den dann auch nutzen. Ich denke, allein die Entscheidung, hierher zu gehen, war für mich schon so, dass ich gesagt habe, hier ist eine große Perspektive. Und für mich spielt es überhaupt keine Rolle, wenn ich dann unten in der Bütt sitze und meine Mannschaft läuft auf dem Platz, dann will ich gewinnen. Egal, ob das in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Liga ist. Und deswegen, wir haben ein hohes Ziel in diesem Jahr. Das verlangt viel harte Arbeit ab, und die werden wir bringen. Wie Sie gerade gesagt haben aus meiner Vita, ich bin schon zweimal aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen, und alle guten Dinge sind 3.